Herzlich willkommen am Campus der Universität Wien. Dieser Standort wird seit über 20 Jahren von der Universität Wien genutzt und das war Anlass, Formate zu entwickeln, um Wissenschaftsinteressierte hierher einzuladen. So ist auch das Format Nachgefragt entstanden, zu dem ich Sie heute hier begrüßen darf. Die Idee war, in dem Zusammenhang aktuelle Themen in den Mittelpunkt der Veranstaltung zu stellen. Heute das Thema Rückkehr der Wölfe, ist Österreich bereit dafür? Und in diesem Zusammenhang wissenschaftliche Expertise zu Wort kommen zu lassen, diese mit journalistischer Expertise ins Gespräch zu bringen und Sie einzuladen, hier im Campus-Pavillon, aber auch online, Ihre Fragen zum Thema einzubringen. Wie funktioniert das? Ganz einfach, online und live wird das Ganze per Facebook übertragen. Dort können sich Interessierte einbringen. Und auch hier im Campus-Pavillon können Sie jederzeit Ihre Frage stellen. Die werden dann von der Moderation in das Gespräch eingebaut. Funktioniert ganz einfach. Sie nehmen Ihr Handy oder was auch immer Sie bei der Hand haben, steuern diese Webseite an und geben Ihre Frage hier, wo steht meine Frage, an dieser Stelle ein. Ich lade Sie ein, dieses zu nutzen und freue mich jetzt heute, die wissenschaftliche und die journalistische Expertise zu diesem Thema vorstellen zu dürfen. Einmal unseren Wolfsexperten, Professor Kottoschall von der Universität Wien, der mit dem Martin Kugler, Chefredakteur vom Universum Magazin, heute diskutieren wird. Der Martin Kugler hat sich schon vor einiger Zeit mit dem Thema beschäftigt. Es gibt auch eine Ausgabe zu diesem Thema und die Möglichkeit, wenn sich jemand für dieses oder andere Themen interessiert, nachher eines der Magazine mitzunehmen. Das war's von meiner Seite. Viel Spaß bei der Diskussion. Herr Professor Kottoschall, bitte um Ihren Anfang. Ja, schönen guten Abend. Wie es sich für den Wolf gehört, Wolfswetter. Nicht? Also, Sie haben trotzdem hergefunden. Danke für die nette Einführung. Ich muss gleich dementieren. Ich verstehe zwar ein bisschen was vom Verhalten von Wölfen, Menschen und anderen Tieren, aber der Oberwolfsexperte bin ich nicht. Außerdem, deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir heute mit Herrn Rosberg und seiner Crew von der Wilderness Society Leute dabei haben, die sozusagen in Tamsweg und anderswo die Bauern aktiv beim Schutz ihrer Schafe unterstützen. Das heißt, die Theorie ist hier, die Praxis ist dort. Also ich glaube, die Runde ist klein genug, dass Sie die Gruppe um Herrn Rosberg kontaktieren können, wenn Sie entsprechende Fragen haben. Gut, da haben wir. Noch einmal herzlichen Dank für die Einladung bei der Frau Schallhardt und ihrer Gruppe. Das ist natürlich sehr, sehr ehrenvoll. Wie gesagt, der große Oberexperte bin ich dann auch wieder nicht, aber versuchen wir es mal. Die Frage Rückkehr der Wölfe, ist Österreich bereit dafür? Offensichtlich noch nicht ganz. Wölfe wurden bei uns im 18. und 19. Jahrhundert ausgerottet, also über weite Teile Mitteleuropas. Der Hintergrund war sicherlich hauptsächlich Absolutismus, die Jagdmonopole des Adels, auch natürlich die steigenden Menschendichten am Land bis 1850, 70, bis dann die Abwanderung begann und die entsprechenden Konflikte um Wirtschaft und Lebensraum und natürlich der Verlust der Nahrungsbasis. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Rückkehr der Wölfe vor allem der exzellenten Nahrungsversorgung im Wald verdanken. Und das war damals nicht so. Vor 200 bis 300 Jahren waren unsere Wälder nahezu wildfrei im Vergleich zu heute. Die Wolfsverbreitung, wenn wir uns das weltweit anschauen, die roten und die grünen Gebiete zusammen sind die ursprüngliche Verbreitung, die ist ordentlich geschrumpft, aber die grünen Gebiete sind die heutige Verbreitung. Das heißt, was wir sehen, Wölfe sind immer noch weit verbreitet, das heißt, der Wolf an sich
ist als Art ungefährdet. Unterarten beziehungsweise, ja, ich möchte mich über den Artbegriff da nicht wirklich auslassen, für die gilt es unter Umständen nicht. Eine Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen. Wir haben heute so an die 200.000 Wölfe in freier Wildbahn weltweit, aber vor 35.000 Jahren beginnend haben es Wölfe durch Leben mit Mensch geschafft, Menschen als Vektoren einzusetzen. Als Wölfe wurden Hunde und von denen haben wir heute weltweit nahezu 1 Milliarde. Als eines der erfolgreichsten Säugetiere, also Wolf in Form des Hundes, über den Vektor Mensch. Das sollte man uns auch überlegen, wenn wir über Wolf nachdenken, welche große Bedeutung sozusagen die Wolfsabkömmlinge für uns heute haben. Wölfe nehmen europaweit und man kann sagen weltweit zu, nicht überall gleich. Jetzt brauche ich ja die anderen Brillen. Insgesamt lebt etwa ein Zehntel der Weltpopulation an Wölfen in Europa, sprich unter Einbeziehung von Polen, Weißrussland, der Ukraine und Russland. Die Nahrungsbasis war noch nie so gut wie heute. Das ist der Hauptgrund, warum sie zurückkommen. Das heißt, wenn man sich von Seiten der Jagd, und nicht alle Jäger beschweren sich, aber wenn man sich von Seiten der Jagd über die Rückkehr der Wölfe beschwert, dann kann man eigentlich das Kompliment nur zurückgeben. Die Nahrungsbasis ist sozusagen, der Tisch ist gedeckt sozusagen. Und natürlich, und das muss man ganz, ganz laut sagen, die Einstellung der Menschen änderte sich. Ich wusste natürlich nicht, welches Publikum mich hier erwartet. Ich weiß das nach wie vor nicht, aber wir wissen aus Umfragen, dass etwa 85% der Wiener pro Wolf sind und dem Rest ist es egal. Also wir befinden uns hier in der Stadt in einer relativ wolfsfreundlichen Umgebung. Die Zahlen, die Sie hier, wenn Sie es überhaupt entziffern können, auf der Grafik sehen, sind von 2012. Heute sind viele dieser Populationen, die Zahlen wesentlich höher. Es gibt mehr Wölfe in Spanien, in Deutschland sowieso, in Italien. Skandinavien ist ein bisschen eine traurige Geschichte, aber im Wesentlichen nehmen die Wolfszahlen in Europa zu. In Deutschland begann es bereits vor einiger Zeit mit Einwanderern aus Polen und Tschechien. An der Grenze zu Polen bildet sich die erste Nudel, und zwar 2000 wurden die ersten Wolfswelpen auf einem Truppenübungsplatz in der Oberlausitz geboren. Parallele zu uns, ne? Bei uns ging es 2016 los, am Truppenübungsplatz Allensteig, also irgendwie müssen die Wölfe eine gewisse Affinität zum Militär haben. Heute gibt es, so grob geschätzt, nagen Sie mich bitte jetzt nicht fest, etwa 60 Rudel in Deutschland, um die 300 bis 600 Tiere, die sind auch am Sprung in die Niederlande, das heißt, die ersten Wölfe sind schon in den Niederlanden und sie breiten sich auch relativ rasch nach Süden aus, es gibt das erste Rudel in Bayern, also die Ausbreitung geht sozusagen weiter. Das ist ein bisschen eine andere Art der Darstellung. Die besetzten Quadranten würden Wolfsnachweise entsprechen. Ist nicht ganz auf Stand, das wäre 2017 oder 2016 sogar. Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf in Deutschland gibt an, mehr als 48 Territorien und mehr als 300 Wölfe. Das ist eine sehr konservative Schätzung. Man hört auch Zahlen bis 90 Rudel und über 1000 Wölfe. Wenig überraschend kommen diese Schätzungen dann eher von Seiten der Jagd- und Landwirtschaftsverbände. Aber irgendwo dazwischen wird die Zahl wahrscheinlich liegen. Es handelt sich dabei um die am schnellsten wachsende Wolfspopulation der Welt. Das ist insofern bedeutend, als in den letzten 18 Jahren also niemand legal dort auf Wölfe geschossen hat. Die meisten Wölfe kommen entweder durch Konflikte mit anderen Wölfen ums Leben oder auf der Straße. Das heißt, wir haben hier eine Situation, dass man die Wölfe einfach sich ausbreiten lässt mit entsprechenden Erkenntnissen. Das ist eines der interessantesten Experimente auf dem Gebiet, das weltweit je durchgeführt wurde. Gleich vorweg, Menschen kamen noch nicht zu Schaden. Okay, Schweiz, und ich komme dann gleich zu Österreich. 1992 kamen die ersten Wölfe aus Italien in die französischen Seealpen, und
Dort laufen heute ungefähr 400 Wölfe rum. In der Schweiz gab es ab 1995 die ersten Einwanderungen, Rudelbildung ab 2012. Heute sind es etwa 5, 6, vielleicht auch noch ein paar mehr Rudel und etwa 30 bis 50 Wölfe. Wir haben ähnlich starke Widerstände in der Schweiz, besonders in den konservativen Kantonen natürlich, wie in Österreich, aber auch zum Teil sehr gute Ansätze. Die Schweizer waren Pioniere, was Herdenschutz betrifft und was Umstellung der Weidewirtschaft auf den Almen betrifft, um sich auf den wiedereinwandernden Wolf einzustellen. Darüber sollte man nachher noch ein bisschen reden, weil es war insgesamt keine negative Auswirkung für die Leute, die unter diesen Bedingungen Schafe auf der Alm weiden. In Österreich ist die Geschichte nämlich an bekannt. Seit 15 Jahren oder länger sind wir regelmäßig Einwanderungsland von 5 bis 10 Wölfen pro Jahr. Wo die Wölfe genau hingekommen sind, wissen wir nicht. Mein Tipp war immer, wir sind ein katholisches Land. Also ja, wahrscheinlich sind sie direkt in den Himmel aufgefahren. Das ist natürlich eine bösartige Vermutung. Wölfe sind sehr beweglich, also werden viele wieder Österreich verlassen haben. Wir haben jedenfalls seit 2016 ein Rudel am Truppenübungsplatz in Allensteig und die kamen, wie genetische Nachweise ergaben, eindeutig aus Norden, aus der Lausitz. Also die hat niemand ausgesetzt, auch wir nicht vom Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn. Das heißt, Österreich ist ein Kreuzungspunkt für verschiedene Populationen, könnte sozusagen eine wichtige Rolle spielen, auch für die Weiterführung von vitalen Wolfspopulationen in Europa. Es kommen da Karpatenwölfe rein aus dem Nordosten, italienische Wölfe über die Schweiz aus dem Süden und dinarische Wölfe, also Balkanwölfe, über Kärnten. Der Übeltäter, der Anfang Mai für 14 Tage lang in Salzburg Schafe gerissen hat, hat sich übrigens als italienischer Wolfsrüde herausgestellt. Es war nur einer. Okay, das zeige ich Ihnen ganz kurz. Wie reagiert die Bevölkerung darauf in Österreich? Eigentlich überraschend positiv. Hören Sie mich eigentlich? Ja, okay. Ich habe mir diese Grafik vom WWF ausgeborgt. Die haben bei Market 2017, also im Herbst 2017, eine Umfrage beauftragt und das war das Kernergebnis. Sie brauchen das jetzt nicht alles sich anschauen, aber die grünen Balken geben insgesamt sozusagen die eher positive Einstellung zu Wölfen an und da stellt sich heraus, dass etwa 3/4 der österreichischen Bevölkerung pro Wolf sind. In der Stadt selbstverständlich, also wenn Sie die Balken anschauen sehen Sie das? Für Wien dann natürlich am positivsten, aber auch am Land ist die Einstellung nicht ganz negativ und sogar, ich nehme an, dass die Stichprobenanzahl in dieser Umfrage bezüglich Jäger war nicht so groß, aber sogar unter den Jägern ist Wolf nicht ganz negativ angeschrieben. Also ist eine relativ interessante Geschichte. Das ist sozusagen der politische Hintergrund für die Rückkehr des Wolfes nach Österreich, die man wirklich im Auge behalten muss. Und dennoch gibt es starke Widerstände gegen Wolf, vor allem von Seiten der Landwirtschaft und Jagd, was ja auch nicht wirklich verwunderlich ist. Ich muss dazu sagen, alle diese Bilder, die Sie hier sehen, sind vom Truppenübungsplatz in Allensteig, von Kameras, also von automatischen Kameras. Die Probleme, die vorgebracht werden, und ich bete das jetzt einfach runter, das ist sicher keine vollständige Liste, aber ich werde das jetzt nicht diskutieren, vielleicht können wir das dann in der Diskussion in der Fragestunde machen. Es wird vorgebracht, Wölfe seien als Art nicht gefährdet, bestreitet auch niemand. Wölfe hätten keinen Platz in der Kulturlandschaft, Wölfe seien keine einheimische Art mehr, es seien ohnehin keine reinrassigen Wölfe, die seien mit Hunden hybridisiert. Dazu muss ich sagen, das ist nicht ganz unrichtig. Seit 35.000 Jahren, seit es Hunde gibt, ist das genetische System Wolf-Hund sozusagen offen. Das heißt, man tauscht sich gelegentlich aus. Und es gibt neue Untersuchungen, dass praktisch alle europäischen Wolfspopulationen ein gewisses Maß an Hundegenen haben. Die Hunde sowieso, die stammen ja von Wölfen ab. Die Nordamerikaner ein bisschen weniger. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Wölfe hätten. Also das sind natürlich vollwertige Wölfe. Ein weiteres Argument ist, Herdenschutz sei nicht möglich. Ich verweise auf
auf die Wilderness Society und den Herrn Rossberg, die da entsprechende Erfahrung haben, positive Erfahrungen. Und schließlich Wölfe fressen Wildbret und schädigen die Jagdwirtschaft. Das mag schon sein. Wie gesagt, diskutieren können wir das später. Und eine gewisse Angst der Bevölkerung. Es gibt wirklich Leute, also Mütter im Müll- und Waldviertel, die ihre Kinder nicht mehr draußen spielen lassen wollen. Man muss aber dazu sagen, dass diese Angst zum Teil auch einigermaßen geschürt ist. Was ich zuerst vergessen habe, es gibt neue Hinweise, also eigentlich schon relativ gesicherte Hinweise für ein zweites Rudel in Österreich im Waldviertel, tschechischen Grenzgebiet. Auch die haben heuer schon reproduziert, soweit man weiß. Woher kommen die Widerstände gegen den Wolf? Na ja, klar, es ist die Angst vor Verlusten von Leuten, die es betrifft. Dieses Bild stammt nicht aus Österreich, sondern aus dem Iran. Auch dort gibt es Wölfe. Auch dort gibt es Wölfe, die sich nicht immer mit einem Schaf begnügen, sondern die in einem Aufwaschen schon einmal 20 Schafe töten. Das kommt vor. Diese Ängste sind natürlich rational, durchaus, aber haben auch immer wieder eine irrationale Komponente. Warum? Weil es natürlich jede Menge falsche Vorstellungen und auch Unwissen gibt, gerade in Gebieten, wo Wölfe wieder reinkommen und wo man 150 Jahre keine Erfahrung hatte mit Wolf. Da muss man das eindeutig, da muss man es einfach wieder lernen. Und ein gewisser Anteil, würde ich sagen, also es gibt kaum ein Tier, zu dem es irrationalere Beziehungen gibt als zum Wolf. Und zwar auf der einen Seite, es gibt nicht wenig, es gibt Leute, die die Wölfe fürchten und sogar hassen, auch die gibt es in Österreich. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die Wölfe bewundern und sozusagen übersteigert bewundern. Und es gibt auch Leute, die gehen gerne auf Wolfsjagd, weil das sei eine gefährliche und eine schwierige Jagd, das heißt, diese Macho-Kultur ist gerade im Osten relativ verbreitet. Warum habe ich das da reingenommen? Na gut, wenn man auf gefährliche Beute Jagd macht, dann müssen Wölfe gefährlich sein. Nicht? Und letztlich ein weiteres irrationales Argument, also Wölfe und Menschen sind einander von, wie sie sozial ticken, wie sie sozial organisiert sind, wie sie ökologisch nach ihren ökologischen Bedürfnissen sind einander sehr ähnlich und dadurch rutscht Wolf natürlich sehr einfach in das menschliche Feind-Freund-Schema. Wir können uns nachher noch drüber unterhalten. Die Ähnlichkeit zum Wolf war wahrscheinlich der Grund, warum wir heute mit Hunden herumlaufen. Es gibt eine Menge falscher Vorstellungen, ich bin gleich fertig. Dazu gehören zum Beispiel, dass Wölfe sehr viele Nutztiere reißen. Das ist nicht ganz unrichtig für die Disperser, also für jene Wölfe, für jene Jungwölfe, die sich verbreiten. Die versuchen möglichst unauffällig durch die Gegend zu kommen. Und wenn sie ein Schaf antreffen, dann nutzen sie die Gelegenheit natürlich. Das stimmt aber nicht mehr für angesiedelte Wolfsrudel, denen man beigebracht hat, dass Schafe keine leichte Beute sind. Die halten sich vor allem an Wild. Sie sehen das Nahrungsspektrum. Das sind Daten aus den Jahren 2001 bis 2009 aus der Lausitz. Also hauptsächlich Rehe und Rothirsche, ein bisschen Wildschwein und ganz wenig Nutztiere. Ist natürlich immer noch zu viel. Kann man aber was tun dagegen. Das heißt, eine weitere Fehlinformation, die so herumgeistert wäre, dass der Nahrungsbedarf eines Wolfes 5 bis 7 Kilo pro Tag betragen würde, wird ernsthaft behauptet, wo soll er das hinfressen? Also 2 bis 3 Kilo sind relativ hoch angenommen. Man hört auch noch immer, dass Wilddichten durch den Wolf, also dass Wild durch Wolf ausgerottet wird. Jetzt hört man das langsam weniger. Das stimmt eindeutig nicht, mit Ausnahme von Mufflons. Wo Wölfe kommen, verschwinden die Mufflons. Also Mufflons sind aber auch zu Jagdzwecken ausgesetzt worden und stammen ursprünglich aus Korsika und kommen sozusagen ohne evolutionäre Wolfserfahrung. Ja, die Daten aus Allensteig brauchen wir jetzt nicht. Frage, brauchen wir Wölfe? Naja, so rational betrachtet, wer von Ihnen braucht einen Wolf? Also eigentlich braucht, naja, ja, ich weiß schon. Aber eigentlich braucht man keine Wölfe, oder?
wir haben bis jetzt ohne Wölfe gelebt, ne? Und wir hören jede Menge Argumente, obwohl 70% der Österreicher oder 75% der Österreicher pro Wolf sind, wird in den Medien und von Seiten der Vertreter mancher Lobbys sehr stark die Negativargumente gebracht, die nicht immer ganz rational sind. Daher, ich verstehe mich jetzt auch nicht als glühender Wolfsbefürworter, aber irgendjemanden soll es in Österreich geben, der gelegentlich auch die Gegenargumente bringt. Und da gibt es schon ein paar Argumente, die durchaus für Wolf sprechen. Erstens, wo Wölfe auftauchen, entfalten sie eine relativ günstige ökologische Wirkung. Sie aufgrund der Kontrolle, die sie auf die Mesopredatoren ausüben, steigt meistens die Diversität der Fauna. Unter anderem auch wird die Flora beeinflusst, weil sie die Grazing Patterns ihrer Beute beeinflussen, das kennt man aus dem Yellowstone. Ob sie günstigen oder einen wenig günstigen Einfluss auf die Waldentwicklung haben, darüber streiten die Forstleute gerade besonders heftig, aber eigentlich sollten sie eine günstige Wirkung haben, und Wölfe sind natürlich wesentlich besser als menschliche Jäger im Gesunderhalten von Wildbeständen. Es wäre also an der Zeit, dass sich die menschlichen Jäger sozusagen mit den Wölfen zusammenschließen und ein bisschen Partnerschaft üben würden. Also das kann man ins Treffen führen. Für mich sind aber die ethischen Aspekte wichtiger. Man kann nur kurz sagen, sind wir die Einzigen, die Landschaft für wirtschaftliche Zwecke nutzen dürfen? Oder gibt es auch sowas wie ein Lebensrecht für große Beutegreifer? Müssen sich die auf Reservate beschränken? Oder dürfen die auch dort leben, wo Menschen wirtschaften? Sie sind ein Teil der Natur wie Menschen auch? Also ich glaube, das kann man nicht wirklich jetzt mit Ja und Nein beantworten, das muss jeder für sich selber beantworten. Ich finde es nur immer ein bisschen komisch, dass wir von den Leuten im Süden verlangen, ihre Elefanten und ihre Löwen für uns zu schützen, und wir sozusagen in einem sehr reichen Land nicht fähig wären, mit ein paar Wölfen und Bären zu leben. Es ist ein bisschen eine seltsame Geschichte. Und schließlich geht es um gesellschaftlichen Diskurs genau in dieser Richtung. Der Wolf ist wirklich ein Katalysator, noch mehr als Fischotter, ein Katalysator für eine gesellschaftliche Debatte in dieser Richtung. Das heißt, liegen wir richtig mit der Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird? Sind wir die Einzigen, die das Recht haben, Land zu bewirtschaften, etc. etc.? Ist es richtig, dass die Landwirtschaftsverbände verlangen, sozusagen wolfsfreie Zonen zu schaffen oder Wölfe zu regulieren, obwohl 75% der österreichischen Bevölkerung pro Wolf sind und obwohl 70% des Einkommens der österreichischen Bauern, das ist jetzt nichts gegen die österreichischen Bauern, das ist, man braucht nicht mit Fingern auf sie zeigen, aber es ist Faktum, dass 70% ihres Einkommens aus der öffentlichen Hand stammen. Da passt was politisch nicht ganz zusammen. Also diesen Diskurs, glaube ich, müssen wir führen, und diesen Diskurs löst der Wolf wirklich aus oder befördert der Wolf. Was sind die Fakten in Österreich? Das heißt, wir haben in Österreich jetzt 20 oder sollen es von mir aus 25 bis 30 Wölfe sein. Wir haben also keinen Grund zur Panik, aber sehr wohl Grund, aufmerksam zu sein und uns schon lang zu überlegen, wie gehen wir mit Wölfen um. Wolf ist bei uns im Jagdrecht, das heißt, wir haben 9 Ländergesetze, die sich um Wolf kümmern. Er ist aber von der Dimension des Problems, also von der Dimension des Änderungspotenzials, das er bringt, groß genug, dass wir eigentlich verlangen müssen, dass wir eine bundesweite Beschäftigung mit Wolf haben. Und in der Richtung geht unsere Frau Landwirtschaftsminister schon ein bisschen. Also wir haben eine Ausbreitung in Österreich wie anderswo, haben eine relativ rasche Ausbreitung in die Fläche, aber dort, wo sie mal Rudel gebildet haben, nehmen sie nicht weiter zu. Also sie haben eine sehr effiziente, dichteabhängige Regulation. Schutzstatus, das heißt, ist es realistisch zu sagen, regulieren, abschießen, wolfsfreie Zonen? Nicht wirklich. Es ist eher eine pragmatische Feststellung, dass Wölfe gekommen sind, um zu bleiben. Das heißt, wir haben diesen Schutz durch die europäische, durch die EU-FFH-Richtlinie, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, und es gibt keine Aussicht, dass sich das so rasch ändern wird. Und in Österreich ist der Wolf im Jagdrecht und ganzjährig geschont. Also Abschuss eines Wolfes ist illegal, wird als Verbrechen geahndet. Gerade wurde in Frankreich ein
Wilderer zu 120.000 Euro Geldbuße und zum lebenslangen Entzug der Jagdkarte verurteilt. Und das kann natürlich in Österreich auch passieren. Wölfe, ich habe schon gesagt, zeigen effiziente Selbstregulation, wenn man sie Rudel bilden lässt. Wenn man wirklich Wolfsdichten regulieren will, dann muss man Wilddichten regulieren, weil das ist die Basis für die Wolfsdichten. Das heißt, in die Wölfe reinzuschießen ist nicht klug. Also gestörte Rudel werfen Reproduktion an. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass der Schaden sozusagen steigt. Muss dazu sagen, wenn Wölfe schon wiederkommen, wäre es natürlich höchst notwendig, ich stehe hier auf dem Boden der Universität Wien, wäre es natürlich höchst notwendig, flächendeckendes Best Practice Wolfsmonitoring aufzuziehen. Ansätze dazu gibt's. Unsere Wildbiologen an der BOKU und an der Uni für Veterinärmedizin sind damit befasst und da passiert was. Aber es ist wahrscheinlich, wäre ein bisschen mehr noch besser. Und natürlich auch wissenschaftliche Grundlagenforschung. Natürlich muss man verlangen, dass diese bedauernswerte Einstellung, die in Teilen von Österreich herrscht, mit Schießen, Schaufeln, Schweigen, dass da endlich Schluss ist damit. Wir können Forschung betreiben, wenn uns am anderen Ende die Wölfe vor der Nase weggeschossen werden. Wolfsfreie Zonen, manche Wildbiologen in Österreich ventilieren diese Idee oder vertreten diese Idee. Ich selber halte sie persönlich für unrealistisch, weil Wölfe relativ beweglich sind, weil wir im Alpenraum eine sehr kleine, kleingliedrige Struktur haben. Das heißt, man kann sehr wohl verhindern, dass sich dort Rudel ansiedeln. Man kann aber überhaupt nicht verhindern, dass wir Durchzügler haben und die Schäden entstehen durch die Durchzügler. Das heißt, über wolfsfreie Zonen zu sprechen, bedeutet auch, die dortigen Viehhalter, die dortigen Weidetierhalter im Regen stehen zu lassen, weil die investieren dann natürlich nicht in Herdenschutz und in unregelmäßigen Abständen kommen Wölfe durch und sie verlieren Tiere. Also das ist, fürchte ich, keine Lösung und es ist auch von der gesetzlichen Grundlage keine Lösung. Also das ist mit der FFH-Richtlinie schlicht und einfach nicht drin, hat unsere Landwirtschaftsministerin auch gesagt. Das heißt, es führt am Herdenschutz kein Weg vorbei, wenn wir in Österreich wirklich nachhaltig mit Wölfen leben wollen, und manche Leute wollen das oder viele Leute wollen das, dann brauchen wir Herdenschutz. Und der funktioniert, wenn er sachgerecht und angepasst an die jeweilige Gegend durchgeführt wird. Das bedingt aber oft ein Umstellen des Wirtschaftens. Das bedeutet, dass Almwirtschaft und Wölfe einander nicht ausschließen müssen, wie wir es immer hören. Das ist nicht der Fall. Es gibt Beispiele aus der Schweiz, die sehr positiv sind. Man muss es nur richtig machen. Und dieser Herdenschutz, das sollte man auch nicht vergessen, ist auch eine Tierschutznotwendigkeit. Wölfe sind nicht gerade zimperlich und vornehm im Töten oder im Angehen ihrer Beute und sie kümmern sich oft nicht darum, ob das Schaf schon tot ist, bevor sie es fressen. Das heißt, es ist eine ziemlich raue Angelegenheit, wenn ein Wolf Beute macht. Das heißt, seine Schafe nicht zu schützen, ist ein bisschen fahrlässig, auch in dieser Richtung. Das ist nicht ein bisschen fahrlässig, sondern grob fahrlässig, und letztlich dürfen wir nicht vergessen, wenn Durchzieher, wie jetzt in Salzburg geschehen, auf ungeschützte Schafe treffen, lernen sie, dass man Schafe fressen kann. Und fahren damit, wenn sie einmal Rudel bilden, eine ziemlich schlechte Tradition ein. Wenn es so ist, dass Herdenschutz früh einsetzt und dass Wölfe Elektrozäune kennenlernen und damit lernen, dass Schafe beißen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sozusagen diese Beute ausblenden und sich an Wildtiere halten. Wir haben sogar Aussagen von Schafshaltern aus Deutschland, dass sie sozusagen ihr ansässiges Rudel schätzen, weil die Durchzüge abhalten und weil das ansässige Rudel gelernt hat, keine Schafe zu fressen. Natürlich muss man die Schafe immer schützen. Also Wölfe haben vor allem eine Eigenschaft, sie sind ziemlich kreativ und sie machen Dinge, die man von ihnen nicht erwartet. Das heißt, man muss immer Herdenschutz betreiben, aber der Druck der Wölfe lässt nach. Wenn die Nachwuchs haben, geben die diese Traditionen an ihren Nachwuchs weiter. Das wird viel zu wenig beachtet, das muss man wirklich sagen. Das heißt, mit ansässigen Rudeln, die ordentliche Gewohnheiten sozusagen eingefahren haben, sinkt das Problem erheblich. Eine längst fällige Debatte, habe ich schon gesagt, haben wir das alleinige Monopol zur Bewirtschaftung.
Und schließlich sind Wölfe eine Gefahr für Leib und Leben der Menschen. Naja, im Moment offenbar nicht. Also wir sollten uns das Beispiel Deutschland anschauen. Da laufen schon längere Zeit ziemlich viele Wölfe herum. Da kamen einige Hunde zu Schaden, das darf man nicht verleugnen. Aber Menschen nicht. Das heißt, der Tisch ist so gut gedeckt, wir haben keine Tollwut. Das heißt, im Moment sind Wölfe nahezu ungefährlich. Das muss aber nicht immer so sein. Wir haben diesen bekannten NINA-Report, das glaube ich aus 2003, wo sich bekannte Wolfsexperten damals zusammengetan haben im Zuge der Wiederbesiedlung von Südskandinavien durch Wölfe und mal die historischen Berichte über die Wolfstoten sich angeschaut haben. Ja, gibt's. Also Wölfe haben Menschen vor Hunderten, 100, 200 Jahren getötet und auch gegessen. Im Moment haben wir das nicht, das heißt nicht, dass es nie wieder passieren kann. Also das muss uns vollkommen klar sein, Wölfe haben Zähne und sozusagen zu lesen, dass der Mensch nicht ins Beuteschema des Wolfs, nicht im Beuteschema des Wolfs ist, ist Schwachsinn. Also Beutegreifer sind relativ opportunistisch und wenn es sein muss, essen sie auch Menschen. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt in Mitteleuropa wieder passieren wird, ist nahezu null. Also wir brauchen uns, glaube ich, nicht fürchten. Wir sollten uns eher vor unseren Pferden und Rindern fürchten. Die bringen relativ viele Leute pro Jahr zu Tode. Okay, ich war, glaube ich, schon zu lang. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auch von meiner Seite einen schönen Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und mit Herrn Professor, wir kennen uns doch schon relativ lange, jetzt wieder mal über das Thema diskutieren kann. Bevor, ich würde gerne ein bisschen dann über die Beziehung Wolf-Mensch beziehungsweise auch den Hund ein bisschen diskutieren. Aber vorher muss ich eine Fachfrage stellen. Es fällt auf, dass es keine genauen Zahlen gibt über die Populationsgrößen. Von bis, das ist ein Faktor von zwei dazwischen, sehr häufig. Warum ist das so? Warum ist es so schwierig? Meinen Sie in Österreich oder in Deutschland oder generell? Generell. In Deutschland haben wir, das kann man fast sagen, auf Europa bezogen das genaueste Wolfsmonitoring und trotzdem sind die Zahlen nicht sehr genau. So gut wie kein Wolfsmonitoring gibt es in Italien. Da gibt es nur so über den Daumen Schätzungen. Und in Österreich, wie gesagt, sollte man sich langsam darauf einstellen, wirklich ordentliches Monitoring zu betreiben. Schwierig ist es deswegen, weil Wölfe relativ, wie soll ich sagen, heimliche Tiere sind. Das heißt nicht, dass man hier einen Wolf sieht. In Deutschland ist es durchaus üblich, dass Jungwölfe durch Dörfer laufen oder Leuten über den Weg laufen. Jungwölfe sind neugierig, das ist völlig normal. Das heißt, da zu schreien, die hätten die Scheu verloren, ist natürlich Unsinn. Das kann man erst dann sagen, wenn das ein regelmäßiges Muster wird. Aber im Wesentlichen können Sie davon ausgehen, wenn Sie in einem Wolfsgebiet sind und versuchen, Wölfe zu spuren, das wird Ihnen auch gelingen. Sie werden die Dritte finden, Sie werden Kot finden, aber Sie werden mit einiger Wahrscheinlichkeit keine Wölfe sehen, aber die Wölfe sehen Sie. Also Sie sind Experten sozusagen im Nicht-Auffallen und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Man müsste einen derartigen riesigen Aufwand treiben mit Monitoring und man müsste buchstäblich jeden Wolf, der irgendwo aus einer Wurfhöhle krabbelt, besendern. Sonst sind wir auf diese Schätzungen angewiesen. Aber wie gesagt, für Deutschland scheinen sie relativ plus minus genau zu sein. Es gibt, Sie haben diese Umfragen angesprochen, dass 70-85% der Österreicher pro Wolf oder zumindest nicht gegen den Wolf sind, gegen die Wiedereinbürgerung des Wolfes. Andererseits hat der Wolf ja in der europäischen Tradition, in der Geschichte, ein extrem schlechtes Image, der böse Wolf im Märchen. Wie ist das zu erklären, diese widersprüchlichen Meinungen? Sozusagen, es handelt sich nicht um eine Wiedereinbürgerung der Wölfe. Niemand hat Wölfe irgendwo in Europa je ausgesetzt. Sie kommen von selber. Das traditionell schlechte Image der Wölfe, es ist nicht überall schlecht, es hängt vom kulturellen Kontext ab. In Teilen der Welt, auch bei uns vor
wie ich annehme, vor 35 bis 15.000 Jahren, also gut vorm Sesshaftwerden, als wir noch Jäger und Sammler waren, hatten wir ein ganz anderes Verhältnis zum Wolf. Gedankenmodell nordwestamerikanische Indianer. Mit Sesshaftwerden hat sich einiges verändert. Die Leute, also menschliche Gesellschaften, sind wesentlich hierarchischer geworden. Es wurden plötzlich Heere notwendig. Die ersten Bauten der Menschheit waren Mauern zum Abwehr der anderen. Und im Zuge dieses hierarchischer Werdens kam man sozusagen, ging irgendwie die Augenhöhebeziehung mit dem Wolf verloren, zumal im Zusammenhang mit Sesshaftwerden auch Rind und Schaf domestiziert wurde oder ein bisschen vorher. Die Domestikation von Rindern und Schafen ist vollkommen undenkbar, weil man sich nicht von Hunden helfen lässt. Also wir dürfen nicht vergessen, dass überall, wo diese Domestikationsereignisse stattfanden, im Nahen Osten zum Beispiel, dass es überall vitale Wolfspopulationen gab und gibt. Das heißt, ohne entsprechende Hundehilfe ist das schlicht und einfach nicht möglich. Aber dass sich die Leute dann ein bisschen weniger über Wolf gefreut haben, ist nachvollziehbar. Das Verhältnis hat sich dann gegen das ausgehende Mittelalter, Beginn der Neuzeit, dann wirklich verschlechtert. Wie gesagt, es war das Jagdmonopol des Adels also in Gefahr. Wölfe lassen sich da nicht kontrollieren, die erlegen heute auch Hirsche. Ich gehe mal davon aus, dass die eine Kuh oder die eine Ziege im Stall des Kleinhäuslers nicht wirklich der Faktor war. Aber natürlich, es gab auch Landstriche, wo Leute bewaffnet wurden, wo den Leuten am Land das erlaubt wurde, Wölfe, Luchse und Bären zu erlegen, um sich eben zu verteidigen. Also man kann sich vorstellen, dass wenn so einem kleinen Bauern ein, zwei Stück Vieh abhanden kommen, dass das lebensbedrohlich ist. Das ist ein rationaler Grund. Irrationale Gründe waren, Wölfe waren immer auch spirituelle Mittler für die Jäger und Sammler natürlich. Und Wölfe waren so das Symbol des alten, des Überlebens des alten animistischen Heidentums. Und das hat sich dann so Beginn der Neuzeit ziemlich zugespitzt. Dann gab es dann auch die Hexenprozesse und Hexen kopulieren bekanntlich mit Wölfen. Wölfe wurden sozusagen zur Verkörperung des Bösen schlechthin. Es hat auch keinen schlanken Fuß gemacht für die Wölfe und Raben, dass man auf den Schlachtfeldern des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit die Leichen relativ langsam wegräumte. Also das waren immer Festzeiten für Wölfe. Das hat sie vermutlich nicht ganz beliebt gemacht. Na, eines ergibt das andere. Und ja, also Sie sehen aus meinen länglichen Ausführungen schon, es ist nicht ein Faktor. Und die Gebrüder Grimm sind es nicht wirklich, nicht? Ja. Sondern die haben nur zusammengefasst, was eh in der Luft lag. Aber in den 130 Jahren Abwesenheit des Wolfes hat sich offensichtlich was verändert. Ist heute diese Pro-Wolf-Stimmung in der Stadt zumindest, ist es auch ein Ausdruck von Sehnsucht nach intakter Natur oder so? Ich denke schon, wir haben eine leider noch unveröffentlichte Umfrage selber gemacht über sozusagen Motive der Beziehung zu Wolf bzw. Hund. Und da kommt ganz klar raus, dass Wölfe schon ein sehr starkes Symbol für unberührte Natur sind. Also dass man in der Stadt sozusagen die Ursehnsucht hat, dass es da draußen am Land wieder ein bisschen weniger intensiv und etwas natürlicher zugeht, merkt man auch daran, dass die AMAG-Werbung für landwirtschaftliche Produkte funktioniert. Die Idylle am Land, die es nicht gibt, wird in die Stadt gespiegelt, damit man die Produkte in den Lebensmittelhandlungen, in den Supermärkten besser verkaufen kann. Also das ist schon sehr stark zu vermuten, aber nicht jeder, der in der Stadt pro Wolf ist, ist jetzt einfach irrationaler Spinner, das ist klar. Also ich denke, dass es stimmt übrigens auch nicht, bin ein bisschen zu schnell über die Umfrage hinweggegangen, dass nur Leute in der Stadt pro Wolf wären. Wir haben auch einen erheblichen Anteil von Leuten, die am Land wohnen, die nichts gegen Wolf haben oder sogar pro Wolf sind. Also ich glaube, viele Leute sehen heute die Chance, über den Wolf als Katalysator vielleicht ein gewisses Umdenken zu erreichen. Wir dürfen nicht vergessen,
Wir leben in einer Zeit, wo uns binnen weniger Jahrzehnte ein Großteil der Wiesenvögel abhanden gekommen sind, wo sozusagen die Dichte an Fluginsekten, zumindest im Flachland, auf ein Drittel oder weniger gesunken ist. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo uns eigentlich die Arten unterm Arsch wegsterben. Und in dieser Zeit zu sagen, Wolf, den wollen wir nicht, das ist ein bisschen kühn. Ne? Also wir sollten uns allgemein überlegen, und das meine ich mit Katalysator Wolf, wir sollten uns überlegen, ob wir nicht wieder ein bisschen anders mit Natur umgehen. Das Ganze klingt jetzt ein bisschen hochmütig den Leuten am Land gegenüber, die diese Probleme haben. Das haben sie wirklich. Ne? Wenn sie in der Früh rauskommen und 10 ihrer Schafe sind tot, dann haben sie ein Problem. Und das ist nicht nur der materielle Wert, die Schafe sind für diese Leute ja nahezu Familienmitglieder. Natürlich werden die irgendwann... Ja. Darf ich dir was sagen? Deshalb gibt es ja bei jeder Schafherde einen Hund, der natürlich dann zum Bellen anfängt, wenn der Wolf kommt. Bei welchen Schafherden gibt es Hunde? Bei jeder am Bauern, bei jedem von einem Bauernhof. Also ich muss Sie enttäuschen, die wenigsten Schafherden am Land haben Hunde. Das wäre natürlich ein guter... Ja, dann sind sie eine Ausnahme, aber gehen Sie mal aufs Land und schauen Sie, wo die Schafe stehen. Also wenn Sie eine Schafherde mit Hund finden, das ist absolut die Ausnahme. Weil es ja keinen Wolf mehr gab, deshalb gibt es auch, die Leute wollen ja fahren, deshalb gibt es keinen Hund mehr. Aber deshalb gibt es ja den Begriff Schafshund oder Golden Retriever, weil ja früher... Nein, das sind... Nein, da sollte man nichts durcheinander bringen. Ich wollte nur sagen... Das Wichtige ist, dass man die Leute am Land nicht im Regen stehen lässt, sondern ihnen Lösungen anbietet. Da sitzt der Herr Rosberg, da gibt es die Wilderness Society. Das heißt, man muss sich wieder an ein etwas anderes Wirtschaften gewöhnen. Man muss vielleicht wieder daran denken, die alte Kulturtechnik der Behirtung auszupacken. Natürlich rentiert sich das nicht für 50 Schafe, aber wenn man sich zusammentut wie in der Schweiz und eine Herde mit 700, 800 Köpfen bildet, dann kann man einen Hirten engagieren mit Hunden und dann kann man auch in Wolfsgebieten verlustfrei Schafe halten. Also wie gesagt, das ist wirklich etwas, was man immer mit großer Betonung sagen muss und was auch uns Leuten in der Stadt klar sein muss, wenn wir Wölfe haben wollen, dann gibt es das nicht gratis. Das heißt, wir müssen Geld in die Hand nehmen, auch um die Leute am Land zu unterstützen, sei es über höhere Lebensmittelpreise, sei es über direkte Unterstützungen für Herdenschutzmaßnahmen. Das muss uns klar sein. Wir haben jetzt die ersten Fragen, die übers Internet eingetrudelt sind, und die dritte Frage geht genau darum, was bedeutet Herdenschutz genau? Mhm. Kannst du das ein bisschen erklären? Weil aus meiner Sicht, dieser Disput jetzt oder diese Diskussion ist ja auch daraus entstanden, dass nicht so klar ist, was sind Herdenschutzhunde, was sind Hütehunde. Ja, ja. Da gibt es ja einen Unterschied. Was Herdenschutz bedeutet, hängt von der Gegend ab. Das heißt, im Flachland kann ein Elektrozaun um meine Schafe spannen und das ist gut so. Ich kann zum Beispiel einen Hund reinstellen. Im Gebirgengelände wird es ein bisschen schwieriger. Da kann Herdenschutz bedeuten, ich komme ein bisschen blöd vor, weil da sitzt der Herr Rosberg, der kann das viel besser. Kann Herdenschutz bedeuten, dass ich meine Schafe in der Nacht einpferche, auch hinter Elektrozaun. Aber nicht jetzt die ganze Gegend mit Zäunen verstellt. Das ist vollkommen klar. Das wird immer wieder zum Ausdruck gebracht. Die Landwirtschaftskammer sagt, das ist völlig unmöglich. Wir können die Almen nicht mit Zäunen. Ja, eh nicht. Außerdem sind sie eh schon von den Kühen. Genau. Außerdem stehen eh schon genug Zäune von den Kühen rum. Also natürlich geht das nicht. Das heißt, je nach Geländestruktur und je nach Wirtschaftsform muss der Herdenschutz angepasst werden. Aber sozusagen Elektrozäune sind meistens sozusagen das A und O, die Basis davon. Und was hast du heute dann mitgebracht? Heute nicht, aber ja. Es sind relativ normal aussehende Zäune. Es kommt darauf an, dass ihr einen guten Bodenabschluss habt, dass sie nicht einwachsen, dass sie in Bodennähe genügend Litzen haben und dass sie irgendwo zwischen 90 und 1,20 Meter hoch sind. Ist nicht hoch, aber Wölfe tendieren nicht zum Springen. Das heißt, ein Großteil der bösen Absichten von Wölfen kann man so vereiteln. Und wenn ein Wolf einmal im Versuch, ein Schaf zu kriegen, gestromt wurde, das hat einen ganz ordentlichen Effekt. Also das merkt er sich. Er muss aber unten die Litzen stimmen, denn Wölfe gehen unten durch.
Und Herdenschutzhunde? Herdenschutzhunde, man muss wirklich unterscheiden zwischen Hütehunden, also das sind Border Collies zum Beispiel, die Schafe zum Beispiel treiben, und Herdenschutzhunde, das sind die großen Weißen. Es gibt viele Rassen, es gibt auch graue, braune, asiatische, italienische, was weiß ich. Es gibt ein nicht allzu altes Paper, das zeigt, dass es völlig wurscht ist, was für Rasse eingesetzt wird, Hauptsache der Hund. Es ist nicht ganz unkompliziert. Also man kann den Hund nicht einfach scharf sozialisieren und dann mit den Schafen auf der Weide allein lassen. Das könnte gefährlich für Wanderer werden. Wenn man aber die Hunde gut sozialisiert und sich auch um die Hunde kümmert, dann sind sie in der Regel nicht gefährlich für Wanderer. Also auch diese Erfahrungen haben wir aus der Schweiz. Das heißt, das sind Hunde, die sind, wie gesagt, mit dem Vieh sozialisiert oder mit den Schafen, und die verteidigen die bis zu einem gewissen Grad. Meistens bellen sie nur. Diese Hunde sind auch nicht dafür gezüchtet, gegen Wölfe zu kämpfen, sondern die stellen sie einfach hin und machen bellend Front, und Wölfe sind nicht blöd. Die sagen, also da gibt's einfachere Beute und drehen ab, in der Regel zumindest. Feststellen muss man auch, dass Herdenschutz nie hundertprozentig ist. Das heißt, bei einem gewissen Prozent der Fälle schafft es der Wolf aber das sind relativ geringe Prozentsätze, und wenn man es professionell macht, dann funktioniert es auch. Und für den Fall, dass es nicht funktioniert, sind in der Regel Entschädigungsmaßnahmen vorgesehen, und das ist auch gerechtfertigt. Nicht? Die härteren Kollegen in Richtung Naturschutz sagen, Entschädigung, wozu? Nicht? Wenn ein Bauer im Wolfsgebiet Schafe hält, muss er damit rechnen, dass er welche verliert. Dieser Standpunkt wäre mir ein bisschen zu hart, besonders während einer Zeit, während die Wölfe jetzt zurückkommen. Nicht? Zum Herdenschutz. Ich war voriges Jahr in Niedersachsen und haben mir sozusagen die Situation dort angeschaut und habe auch so Herden mit Herdenschutzhunden besucht, und mich das wahnsinnig fasziniert, wie der Hund und das Schaf sozusagen völlig auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, dass sie gegenseitig abschlecken zum Beispiel. So wie unglaublich faszinierend gefunden. Ja, es sind Säugetiere, und Säugetiere kann man untereinander sozialisieren. Sozusagen, wir sind mit unseren Hunden sozialisiert, wir in Ernstbrunn sind mit unseren Wölfen sozialisiert und die mit uns. Katzen können mit Hunden sozialisiert sein, und diese Hunde sind mit ihren Schafen sozialisiert. Also es ist überhaupt nichts Seltsames, dass die eine soziale Beziehung haben. Ne? Stichwort soziale Beziehung, eine Frage von unseren Zuhörern. Entschuldigung, ich glaube, so, wir haben jetzt den Herdenschutzzaun, und Sie sehen so übermäßig anders wie ein normaler Elektrozaun, schaut der auch nicht aus. Nicht? Es ist, und jetzt erzähle ich auch die Geschichten vom Herrn Rosberg, die Leute am Land sind manchmal schon ein bisschen frustriert, wenn sie von den Landwirtschaftsvertretern, während sie auf der Weide Schafe verlieren, von den Vertretern der Landwirtschaft hören, wolfsfreie Zonen regulieren Abschuss. Das ist schon, für die Leute klingt das schon ganz gut in den Ohren, aber die wollen vor allem wissen, was tue ich, damit ich heute Nacht kein Schaf verliere. Nicht? Und da muss halt wer dort stehen, wie der Herr Rosberg und andere, muss man sagen, langsam läuft es an in Österreich, die sagen, da nimm mal den Zaun und pferch einmal deine Schafe ein. Und hast du einen Hund? Ich meine, wenn es nicht gerade, ob sogar ein Dackel ist besser wie gar nichts. Geh rauf mit deinem Dackel, lass den ein bisschen im Gebiet der Schafe herummarkieren. Auch das wirkt. Also Wölfe sind relativ schüchtern. Die sind jetzt sozusagen, also wenn das nach anderen Territorien riecht, dann sind sie etwas zurückhaltend. Es ist kein besonders toller Schutz, aber es ist einmal eine erste Maßnahme. Nicht? Man muss einfach den Leuten sagen, man kann was tun. Ja. Wölfe. Wie? Von der EU kommt, wird nichts gefördert. Das ist immer noch Landessache im Moment in Österreich. Ganz Max, willst du das erklären? Also die EU würde es fördern, wenn man von hier aus Anträge stellen würde. Also es ist so, es gibt Geld dafür, es gibt viel Geld dafür. Aber was nicht sein kann, was nicht sein darf. Das ist die Problematik. Südtirol hat jetzt den ersten großen Schritt gemacht. Da haben die Bauern sich selbst gewehrt, dann haben wir ein paar tote Schafe den Landtagsabgeordneten auf die Treppe geschmissen, und da seitdem wird 8 Euro pro Laufmeter bezahlt. Das ist so ein Zaun, kostet ca. 2 Euro der Laufmeter, 3 Euro der Laufmeter, und 8 Euro ist halt die Arbeitszeit mit eingerechnet. Man fängt an. Okay. Danke für die Auskunft. Zurückkommend auf das, was Sie gesagt haben, der Wolf ist ein sehr soziales Tier. Mhm. Das wissen Sie ja auch, Sie haben ja selber
ausreichend Erfahrung. Die Frage von einem Zuhörer oder Zuhörerin, Zuseherin war, wie sind Wolfsrudel genau aufgebaut? Ja, Wolfsrudel sind typische Familienstrukturen. Also ich habe gesagt, ich habe einmal kurz angerissen, dass es kein Tier da draußen gibt, das uns ähnlicher ist wie der Wolf. Und da habe ich mich darauf bezogen, dass unsere ökologische Orientierung, sozusagen wie wir jagen, der Nahrungsbedarf und das Nahrungsspektrum von ursprünglichen Menschen und Wölfen relativ ähnlich ist. Und auch die soziale Organisation. Also Menschenclans sind im Wesentlichen Familiengruppen und Wolfsrudel sind es auch. Das heißt, es treffen sich, und das erleben wir jetzt gerade in Österreich, es treffen sich ein Männchen und ein Weibchen oder ein Weibchen und ein Männchen, nicht? Finden mehr oder weniger Gefallen aneinander und versuchen mal Nachwuchs zu kriegen. Wenn das klappt, dann bleibt ein Teil des Nachwuchses 1 bis 2 Jahre zu Hause und hilft mit, die Geschwister des nächsten Jahres aufzuziehen, und schon hat man ein Rudel. Es passiert gelegentlich, dass fremde Wölfe versuchen, in einem Rudel integriert zu werden, aber es ist sehr selten, denn sozusagen man kooperiert, und das ist eine weitere, das ist eine Parallele zum Menschen, man kooperiert unglaublich nett und komplex und ohne aggressiv zu sein innerhalb des Rudels, beim Jagen, beim Kinderaufziehen, beim Verkrämen von Feinden, Bären etwa, nicht? Das sind, so die Standard Freunde der Wölfe, aber man kooperiert auch beim Töten der Nachbarn. Also man geht gelegentlich rüber und bringt ein oder mehrere Wölfe des Nachbarrudels um. Muss nicht sein, man kann auch miteinander freundliche Beziehungen haben, eine Zeit lang, aber dann geht man wieder rüber und bringt sie um. Das ist jener dichteabhängige Regulationsmechanismus, von dem ich gesprochen habe. Da sind Wölfe sehr effizient. Wenn die einmal ihre Rudel etabliert haben, steigen die lokalen Dichten nicht und die halten auch Durchwanderer draußen. Durchwanderer sind meistens junge Wölfe auf Suche nach Partnern, mit denen sie wieder Rudel gründen können. Und die sind natürlich völlig anders. Die heulen nicht, die sind unauffällig. Also dieser italienische Wolf, der 14 Tage im Lungau Schafe gerissen hat, ist nach Oberösterreich weitergezogen und seitdem nicht wieder gesehen. Ich hoffe nicht, dass er illegal abgeschossen worden ist, aber das muss man gar nicht annehmen, weil die sind sowas von, sozusagen sowas von unauffällig, dem ist gelungen, ohne entdeckt zu werden, aus der Schweiz bis nach Salzburg zu wandern. Ich nehme nicht an, dass er die ÖBB genommen hat, also er wird schon zu Fuß gegangen sein. Wäre zu spät kommen aus. Also, wie gesagt, oder er wäre im Spital. Also Wolfsrudel sind im Wesentlichen Familiengruppen. Wenn das Familiengruppen sind, zerfällt dann ein Wolfsrudel, wenn Vater und Mutter, einer der beiden, entweder die mögen sie nicht mehr oder es kommt ja vor, oder sie stirbt. Wölfe sind im Gegensatz zu Hunden in der Regel monogam. Es kommt ganz selten vor, dass man sich trennt, sondern in der Regel bleibt man zusammen, bis einer tot ist. Das kann passieren, wenn etwa Wölfe relativ schlecht reguliert werden, unter Anführungszeichen. Also wenn man Wölfe wirklich regulieren muss, dann sollte man dran denken, vielleicht ein ganzes Rudel rauszunehmen, um das sehr sanft zu sagen, aber nicht jetzt einfach in ein Rudel reinzuschießen und irgendwelche Tiere abzuschießen. Wenn es einen der beiden Alphas oder Leitwölfe, die Terminologie ist etwas umstritten, aber das ist mir wurscht, wenn es einen der beiden an der Spitze trifft, ist das natürlich tragisch. Die verpaaren sich in der Regel wieder oft auch mit den eigenen Kindern, was nicht so schlimm ist, aber sozusagen die Stabilität ist dann gewahrt, solange das Paar an der Spitze steht. Ne? Aber danach kann sozusagen das Rudel zerfallen und das Revier von einer neuen Paar. Irgendwann zerfällt jedes Rudel. Also das Rudel wird nicht über Generationen weitergegeben, auf jeden Fall. Das kann passieren. Also wir haben zum Beispiel in Gegenden, wo die Wolfsdichten sehr gering sind, haben wir die Nachkommen, die sozusagen das Rudel aufrechterhalten. Es gibt vielleicht Einwanderer, aber meistens gibt es dann erhebliche Inzucht oder gezwungenermaßen Inzucht. Also ein Modell sind zum Beispiel die Wölfe der Ile Royale im großen kanadischen See, wie heißt der Lake Superior.
die es mal geschafft haben, vor etlichen Jahrzehnten über das Eis auf diese Inseln einzuwandern. Und seitdem, und da gibt es im Wesentlichen Elche, und seitdem wird dieses Räuberbeutesystem Wolf-Elch dort sehr genau untersucht. Aber das Problem ist natürlich, dass kaum oder gar nicht fremde, also neue Wölfe dazukommen. Das heißt, die haben jetzt in der x-ten Generation Inzucht und dieselben Probleme wie manche unserer Rassehunde. Also die haben schlechte Hüften, die haben Zwischenwirbel. Und die Diskussionen sind, ich weiß jetzt nicht, wie das ausgegangen ist, aber die Diskussionen waren lange Zeit, soll man das Rudel jetzt aussterben lassen? Das wäre ja ein natürlicher Vorgang. Oder soll man neue Wölfe dazusetzen? Weiß jemand, wie das ausgegangen ist? Ich weiß nicht. Okay. Andere Frage war, wann und warum kommen Wölfe Menschen nahe? Die Wölfe leben für sich, suchen leichte Beute und wollen dann sich in Ruhe lassen. Also im Wesentlichen stimmt, dass Wölfe scheue Tiere sind und sich von Menschen fernhalten. Was aber nicht heißt, dass wenn ein Mensch, wenn ein Wolf mal einen Menschen inspizieren geht, dass das vollkommen daneben ist. Ich habe schon gesagt, Jungwölfe tendieren dazu, noch neugieriger zu sein. Die schauen sich einmal den pflügenden Bauern an oder laufen schon einmal durchs Dorf. Wie man aus Aufnahmen in der Schweiz hat, oft wenige Meter bei den Leuten auf der Busstation vorbei, ohne sie zu beachten. Oder sie bleiben stehen am Waldweg, wenn ein Wanderer daherkommt und schauen sie den mal an. Also das gibt's, das ist noch nicht besorgniserregend, das ist normal. Der Abstand spielt sich dann gewöhnlich wieder ein. Es gibt auch Fälle, wo man den Verdacht hat, dass dem nicht so ist. Diese Fälle hat man in Deutschland relativ rasch mit der Flinte gelöst und ich bin da ein bisschen ambivalent dabei. Erstens finde ich es nicht so toll, wenn man ohne begründeten Fall auf Wölfe schießt. Andererseits ist es unter Umständen eine Maßnahme, die Schlimmeres verhindert. Dazu sagen muss man auch, dass, wenn wir schon beim Nahekommen sind, dass sogenannte Problemwölfe, also die Wölfe haben kein Problem, die Menschen haben ein Problem mit den Wölfen, also Wölfe, die zum Beispiel sich angewöhnt haben, nur mehr von Nutztieren zu leben oder die routinemäßig sozusagen im Dorf herumlungern, auch das soll es gegeben haben, also dass die identifiziert werden müssen und dann natürlich auch jetzt schon im Rahmen der FFH-Richtlinie problemlos abgeschossen werden können. Also ein interessantes Phänomen ist, Sie haben es vorher auch ausgeführt, dass die Wolfsrudel lernen und auch Traditionen weitergeben an die Nachkommen. Ich habe damals wie in Niedersachsen, wo habe ich gelernt, dass ein Rudel dort sich gerade, zumindest wurde es vermutet, darauf spezialisiert, Kälber, kleine Kälber, die in dem sumpfigen Land nicht gescheit davon rennen können, die zu erlegen. Was passiert da in dem Rudel? Wie entstehen so Traditionen? Ich finde das faszinierend, weil Kultur ist ja Kulturleistung. Ja, ist ja was, was uns Menschen eigentlich. Ja, also als Kultur, also das kommt auf die Terminologie drauf an, aber es sind auf jeden Fall Traditionen, die eingefahren werden. Und wenn man etwa lernt, dafür braucht man Herdenschutz, nicht? Wolf in Kulturlandschaft bedeutet Konfrontation mit Nutztieren. Wenn man als Wolf lernt, dass die nicht so leicht zu kriegen sind oder dass man gestromt wird, dann steigt man halt auf Wildtiere um. Es gibt ja auch genug davon, nicht? Und in Familiengruppen werden, besonders bei Wölfen natürlich, wird das weitergegeben. Also Wölfe sind, es ist kein Gerücht, dass Wölfe relativ kreative und kluge Tiere sind, die sehr viel voneinander lernen. Also am Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn beschäftigen wir uns ja sozusagen in Form von Laborforschung mit den geistigen Fähigkeiten von Wölfen und Hunden. Und da staunt man immer wieder, was Wölfe so können, auch im Vergleich mit Hunden übrigens. Also das wird weitergegeben und darum ist es, und das ist viel zu wenig in der Diskussion, nicht? Bei uns versucht man immer noch, bei uns ist immer noch die Idee in den Köpfen, in den Bundesländern, dass man in gewissen Gebieten die Bildung von Wolfsrudel verhindern sollte. Ich finde das total kontraproduktiv. Also man sollte eher versuchen, sozusagen frühzeitig auf Herdenschutz zu setzen, Rudel bilden zu lassen, und dann sozusagen denen zu erlauben, die richtigen Traditionen einzufahren. Das ist eine wesentlich sicherere Strategie, als versuchen zu regulieren. Regulieren. Ja.
Eine weitere Frage, was Sie haben es vorher auch selber angesprochen, der Wolf ist an sich als Art nicht gefährdet weltweit. Warum ist er dann trotzdem so streng geschützt? Das ist eine gute Frage. Das hat die europäische Erhaltungs-, die FFH-Richtlinie, die Flora, Fauna, Habitat-Richtlinie, spricht von einem günstigen Erhaltungszustand. Das heißt, prinzipiell sollten und müssen alle Wildtiere bei uns in günstigem Erhaltungszustand sein. Es ist bereits ein Streit darüber ausgebrochen, was das bedeutet. Nicht? Bedeutet das, dass wir in Österreich mindestens 250 bis 400 Wölfe brauchen, damit dieser günstige Erhaltungszustand erreicht ist? Oder ist Österreich zu kleinräumig gedacht? Bedeutet das, dass man im, was weiß ich, im ganzen süddeutsch, österreichisch, ungarisch, tschechischen Bereich 250 bis 300 Wölfe brauchen, um diesen günstigen Erhaltungszustand zu erreichen? Also das ist nicht geklärt und ich bin auch viel zu wenig Wildbiologe, dass ich mich in die Debatte wirklich einmischen möchte. Aber ich denke, in einer Zeit, wo wir vielleicht zwei Rudel in Österreich haben, mit insgesamt maximal 30 Tieren, ist das eine etwas verfrühte Diskussion. Also, dass wir mit einer bestimmten Anzahl von Wölfen leben werden, zumindest mittelfristig, wie die Politik sich über die nächsten paar Jahre und Jahrzehnte entwickelt, wissen wir alle nicht. Aber dass wir mittelfristig mal mit ein paar Wölfen leben, ich glaube, das ist klar. Von Leser von mir stellen mir oft die Frage, dass ich ihnen sagen oder schreiben soll, für wie viel Wolfsrudel ist Platz in Österreich? Ich habe noch nie eine verlässliche Zahl oder eine überhaupt eine halbwegs seriöse Zahl, Schätzung gehört. Haben Sie da schon was gehört? Gehört schon, aber ich sage es nicht. Nein, ich bin der Falsche. Nicht? Ich kann immer nur mit einem Ohr oder mit zwei Ohren bei jenen Leuten mithören, die diese Habitatschätzungen machen, Wildbiologen zum Beispiel. Wir wissen nur, dass Österreich zu den besten Wolfshabitaten in Mitteleuropa zählt. Wegen der Wilddichte. Wegen der Diversität der Landschaft, Wilddichte etc. Und weil aus mehreren Richtungen unterschiedliche Wolfspopulationen hier aufeinandertreffen. Ja. Das heißt, das einmal festzustellen, ob jetzt Österreich Platz hat für 100, 200, 400 Rudel. Wenn man rein sozusagen geografisches Informationssystem macht und schaut, Habitateignung haben wir vermutlich für ein paar hundert Rudel Platz, aber das ist ein bisschen blauäugig, weil die Zahl der Rudel hängt ja nicht nur von der Habitateignung ab, sondern auch von der Carrying-Kapazität, von der Tragekapazität der Österreicher. Nicht? Also letztlich ist es eine politische Einigung, ein politischer Prozess, ob wir wieder Wölfe dauerhaft haben wollen und auch wie viele. Gibt es weitere Fragen von unseren Zuhörern? Ja, bitte. Nehmen Sie das Mikrofon, sonst kriegen die Leute, die uns über Internet zuschauen, nichts mit. Eine Freundin von mir behauptet steif und fest, im Wienerwald in der Nacht mal einem Wolf begegnet zu sein. Die übernachtet hier und da gerne im Wald und sagt, sie wäre aufgewacht und es hätte ein Tier an ihr geschnüffelt und sie behauptet, es wäre ein Wolf gewesen. Kann das sein? Wahrscheinlich ist es nicht. Vermutlich war das der Hund vom nächsten Dorf. Aber es gibt Hunde, die verdammt wolfsähnlich ausschauen. Aber unmöglich ist es auch nicht. Ne? Wölfe sind... In einer Nacht können Wölfe, die auf Durchzug sind sozusagen, 60, 80, 100 Kilometer maximal zurücklegen. Das heißt, die können jederzeit irgendwo in Österreich auftauchen. Wir hatten schon Wolfsrisse im Weinviertel. Wir haben, was haben wir denn noch? Wir haben Wolfsnachweise im Burgenland bei Eisenstadt. Also es ist durchaus möglich, dass das ein Wolf war, ja. Bitte sehr. Bitte. Eine Frage. In den Südkarpaten sind relativ viele Wölfe und waren es auch immer. Da gab es nie eine Pause. Ich bin dort relativ häufig wandern. Also man kann wirklich, insbesondere wenn man im Frühjahr unterwegs ist und Spuren im Schnee sieht, also in praktisch jedem Tal das Sehen und auch das Heulen hören. Jetzt gibt es dort genauso wie in Österreich auf jedem Futzel Alm eine Almbewirtschaftung im Sommer. Und wie gesagt, ohne Unterbrechung durch irgendeine Absenz von Wölfen. Dort geht es auch und dort sind etablierte Wolfsrudel. Warum bringt man die Karpaten nicht als Beispiel? Sie reden viel von der Schweiz, von Deutschland, Herdenschutz. Kann man sich mit denen nicht kurz schließen?
Herr Baloch, reden Sie mit unseren Landwirtschaftsvertretern. Die werden Ihnen sagen, das ist alles mit Österreich nicht vergleichbar. Nicht? Warum, weiß ich nicht, aber andererseits gibt es Entwicklungen. Nicht? Wer hätte gedacht, wer hätte vor wenigen Wochen noch gedacht, dass die Salzburger Landesregierung, die Tiroler Landesregierung, ich höre auch in der Steiermark, in Südtirol, dass die jetzt heimlich, still und leise mit Herdenschutz anfangen. Das war komplett tabu. Nicht? Herdenschutz bedeutet, wenn man damit anfängt, bedeutet die Anerkennung der Anwesenheit des Wolfs. Nicht? Und der Rest muss sich ergeben. Niemand behauptet, dass das Zusammenleben mit Wölfen nur Freude macht. Das heißt, es wird diverse Probleme geben, aber man wird sich anpassen. Wie Sie sagen, in Gebieten, wo die, in den Karpaten etwa, wo die Wölfe nie weg waren, geht es ja auch. Nicht? Da werden keine Kinder gefressen und da verschwinden nicht alle Schafe. Also, es ist, man hat ein bisschen den Eindruck, 20 bis 30 Wölfe in Österreich und es ist Weltuntergang. Also, das ist mal ein bisschen zu aufgeregt und zu übertrieben. Sie haben vollkommen recht, nicht? Es gibt solche Beispiele. Ja. Frage eines Zuschauers, dürfen Hunde allein auf der Weide gelassen werden? Auf welcher Weide? Aha. Also, überhaupt. Wandern mit Hund ist natürlich was Tolles, mache ich auch gelegentlich. In den Alpen, wenn es Jungvieh ist, muss man aufpassen. Wir wissen, dass pro Jahr 2 bis 3 bis 5 Touristen und Touristinnen von Jungvieh getötet werden, vor allem dann, wenn sie den Dackel an der Leine haben. Das ist eine relativ gefährliche Sache, da muss man reagieren. Wenn es in Wolfsgebieten ist, wo Herden und mit Herdenschutzhunden unterwegs sind, ist es nicht, also das ist ein bisschen eine Einschränkung, die mir persönlich unsympathisch ist, aber das muss man offen sagen. In Gebieten, wo Herdenschutzhunde unterwegs sind, ist es nicht ratsam, den eigenen Hund beim Wandern dabei zu haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Herdenschutzhund durch einen fremden Hund provoziert wird zu einem Angriff, ist wesentlich größer, als dass er durch einen Wanderer provoziert wird. Das sind, glaube ich, Erfahrungen aus der Schweiz oder Richtlinien aus der Schweiz. Mhm. Ja. Andere Frage. Andere Frage. Die Problemwölfe, die selber kein Problem haben, aber wir haben es mit Ihnen. Wann wird ein Wolf zu einem verhaltensauffälligen Wolf, also zu einem Problemwolf? Ja, das ist ein bisschen problematisch, weil das muss definiert werden. Nicht? Ist es, eine Zeit lang war man in Salzburg auf dem Dampfer, wenn ein Schaf, näher als 500 Meter von einem Gehöft gerissen wird, dann ist das schon problematisch. Dann ist er schon zu nahe an der Ansiedlung. Das ist ein bisschen dünn, die Suppe. Nicht? Also ein Problemwolf wäre, ja, ich weiß auch nicht, das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Das Wichtige ist auf jeden Fall, dass die Wölfe identifiziert werden. Also ich würde sagen, dass ein Wolf dann problematisch wird, lokal, wenn er, wie gesagt, nichts mehr anderes tut als Weidevieh fressen oder wenn er wirklich notorisch Menschen zu nahe kommt. Wir dürfen uns nicht täuschen, Wölfe können gefährlich sein. Wölfe sind potenziell gefährlich und nicht nur lieb. Also Wölfe, die Menschen zu nahe kommen. Aber das muss schon klar festgestellt sein. Wir hatten, ich möchte jetzt keine Geschichten erzählen, aber es gibt natürlich Systeme, wie sie in, etwa im Wallis in der Schweiz üblich waren. Ich glaube, heuer haben sie umgestellt. Wenn dort mehr als 15 Schafe gerissen werden, sind es 25, dann wird ein Wolf abgeschossen, wobei es nicht klar ist, dass der Wolf diese Schafe gerissen haben. Also, Entschuldigung, aber das klingt ein bisschen nach Geiselerschießung. Das ist das was wir jetzt nicht bringen. Sondern, wie gesagt, es führt kein Weg am Herdenschutz vorbei. Und wenn ein Wolf dann wirklich sehr problematisches Verhalten entwickelt hat, da muss man sich das anschauen und dann sollte man aber auch nicht allzu lang diskutieren. Also ich weiß nicht, ob Deutschland in der Beziehung ein Vorbild ist, aber da hat's ein paar Mal in den letzten Jahren gekracht und dann war ein Wolf tot. War halt so. Doch nicht. Gut. War hier die zweite. Bitte sehr. Also ich war involviert als Schafhirte im Nationalpark Hohe Tauern bei diesem Pilotprojekt in Karls. Und wir waren im vierten Projektjahr und das ist alles hervorragend gelaufen eigentlich.
Und dann ist das abgesetzt worden, aus Gründen, die ich da jetzt nicht unbedingt verbreiten will. Aber auf jeden Fall hat es dann auch Bemühungen gegeben von der Nationalen Beratungsstelle Herdenschutz und vom Nationalpark Hohe Tauern, das weiterzuführen, das Projekt. Und das ist halt nicht passiert, weil keine Gelder da waren. Na gut, wie gesagt, da bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner, aber ich vermute mit Herrn Rosberg und vielen anderen, dass er zeitlang Herdenschutz sozusagen diese Projekte ja Alibi waren und dass aber sozusagen kein Interesse am Herdenschutz bestand, weil man gefürchtet hat, wenn wir jetzt in Herdenschutz investieren, anerkennen wir die Anwesenheit des Wolfs. Nur, das ändert sich in den letzten Wochen ziemlich unterschwellig, aber ziemlich flott eigentlich. Weil die, wie gesagt, die Leute am Land wollen ja nicht irgendwelche Luftschlösser von ihren Standesvertretern wissen, sondern die wollen wissen, was muss ich tun, damit ich morgen kein Schaf verliere. Bitte, Herr. Sie haben vorher gesagt, da googeln Sie nach dem NINA-Report, so wie NINA, großgeschrieben, NINA-Report, da ist das alles drin aufgeführt. Die Voraussetzungen dafür sind erstens zu wenig Beute draußen, das heißt wildleere Wälder, das ist jetzt überhaupt nicht gegeben. Und zum Teil auch Verbreitung von Tollwut. Also tollwütige Wölfe sind wirklich gefährlich bis bedenklich, aber Gott sei Dank haben wir das bei uns nicht. Also wenn es Tollwut gäbe, dann wäre das eine völlig andere Geschichte. Eins muss man auch noch dazu sagen, was Wölfe nicht sympathischer macht, also 90% der erbeuteten Menschen waren Kinder. Und die restlichen 10%, da waren wieder, also 80% der restlichen 10% waren Frauen. Das heißt, die gute Nachricht ist, für uns erwachsene Männer besteht keine. Nein, ich will da jetzt nicht zynisch sein. Nicht? Also, kaum. Und ich bin ein bisschen schaumgebremst, mit Fingern auf jene Mütter zu zeigen, die sagen, jetzt schickt man das Kind nicht mehr in den Waldkindergarten. Ich glaube, das ist eine falsche Reaktion. Man sollte das Kind in den Waldkindergarten schicken, man sollte natürlich ein bisschen aufpassen. Aber momentan gibt es überhaupt kein Anzeichen, dass irgendwelche Wölfe an irgendwelchen Kindern oder Menschen vergreifen würden, aber das heißt nicht, dass es nie wieder passieren kann. Also das muss uns vollkommen klar sein. Das Nahrungsangebot ist unendlich groß. Also wenn Sie die Grafen der Wildbiologen sehen, also ich sehe nicht recht, in Mitteleuropa, aber auch in Österreich, die Dichte von Hirschen und Rehen geht immer noch linear nach oben, von Wildschweinen sowieso. Also die stehen sozusagen in der Nahrung. Das scheint einer der Gründe zu sein, warum etwa die Rudeldichte in Deutschland relativ hoch ist und die Rudelgröße nicht sehr hoch. Die Jungwölfe wandern sehr früh ab. Warum verstehen Wildbiologen noch nicht so wirklich, aber ich kann mir vorstellen, dass sie deswegen rasch abwandern, weil sozusagen die Mithilfe bei der Ernährung der nächsten Generation nicht wirklich so dringend erforderlich ist. Das nächste Reh ist hinterm nächsten Busch. Also was soll es, nicht? Und selbst unter diesen Bedingungen werden in den Wolfsgebieten immer noch mehr Rehe auf der Straße überfahren als vom Wolf erbeutet, nicht? Also sozusagen, es sind momentan Verhältnisse, die noch nie so gut waren in den letzten paar hundert Jahren wie jetzt. Ja. Bitte sehr, Sie haben eine Frage. Ja, ich war in Vancouver und habe dort vom Valerian Geist gehört. Kennen Sie den? Der Valerie Geist, na, natürlich. Ja. Ja. Und der ist ja sehr, sehr aktiv pro oder gegen Wolf, eigentlich gegen Wolf. Und zwar aus seiner Erfahrung an Vancouver Island, wo sich die Landwirtschaft ausbreitet, das Wild abnimmt und die Wölfe zunehmend jetzt den Herdetieren nachgehen. Wäre das bei uns eine Gefahr, weil auch mit Klimawandel und mit Ausbreiten der Landwirtschaft und Zupflastern des Bodens. Ja, gut. Aber wohin soll sich die Landwirtschaft bei uns noch ausbreiten? Naja, oder der Boden ist ja wurscht. Sorry, aber wir sind komplett belandwirtschaftet. Also was möglich ist, ist da. Trotzdem hat Österreich natürlich einen Haufen Lebensräume, die bewaldet sind und wo keine Feldwirtschaft betrieben wird. Aber die Verhältnisse in Kanada und den Vereinigten Staaten sind mit uns nicht ganz vergleichbar, weil
weil auch in diesen Staaten, die an den Yellowstone angrenzen, wo immer wieder Wölfe rausgehen, wo es Wölfe gibt, wo Wölfe bejagt werden, um ihre Dichten gering zu halten, dort betreiben die Viehhalter keinen Herdenschutz. Das heißt, der einzige Herdenschutz, den sie machen, ist Kojoten bzw. Wölfe abzuschießen. Da gibt es übrigens ein Paper, das sehr schön zeigt, wenn sozusagen die Abschussrate geringer ist als 20% der Wolfspopulation pro Jahr oder 25%, das ist in etwa die Zuwachsrate bei Wölfen, die vermehren sie wie die Karnickeln eigentlich, dann stehen die Abschüsse, dann steht die Intensität der Bejagung im Vorjahr im umgekehrten Verhältnis zu den Schäden an Weidetieren im nächsten Jahr. Das heißt, je intensiver bejagt wird unter einer gewissen Schwelle, umso größer sind die Schäden an Weidetieren. Wahrscheinlich, weil man die Rudelstrukturen stört. Man müsste Wölfe schon ordentlich bejagen, dass man das hintanhält. Aber wie gesagt, dann völlig andere Verhältnisse, weil Herdenschutz spielt da drüben keine Rolle. Bitte sehr. Ja, eine Frage, weil ja in den Alpen leben ja viele, viele tausende Schafe, die meisten davon sind nicht behirtet und da gibt es auch alljährlich einen gewissen Verlust durch Wetter, durch Krankheiten, durch Blitzschlag. Und ich habe früheren Ausführungen von Ihnen entnommen, dass sich die Wiedereinführung der Behirtung in manchen Gebieten unter dem Strich eigentlich positiv ausgewirkt hat auf die Überlebensrate der Schafe. Vielleicht können Sie da ein paar Zahlen nennen. Und eine zweite kurze Frage noch, was auch immer wieder mal zu hören ist, ist ein bisschen ein Vergleich, wie die Gefährlichkeit von Wölfen im Wald, wenn man da wandern oder spazieren geht, im Vergleich zu Wildschweinen ist. vielleicht können Sie dazu auch was sagen. Wie gesagt, die Zahlen, die ich im Kopf habe, habe ich von zwei NGOs in der Schweiz. Das heißt, das muss man mit bedenken. Deren Zahlen müssen nicht unbedingt ganz objektiv sein. Und ich weiß nicht, ob es wirklich offizielle Zahlen in der Schweiz gibt. Aber vor dem Auftauchen der Wölfe spricht man davon, dass in der Schweizer Almhaltung ca. 10.000 Schafe pro Jahr verloren gingen. Durch Krankheit, durch Absturz, durch Diebstahl. Und diese Verluste sollen sich etwa halbiert haben. Wobei Wölfe, die Zahlen schwanken zwischen 300 und 600 Schafe pro Jahr nehmen. Also wenn man das Ganze jetzt aufrechnet, kommt eigentlich ein Nettogewinn für die Schafshalter heraus. Allerdings haben die einen erhöhten Aufwand, das muss man sehen. Also sozusagen 50 Schafe irgendwo auf die Alm stellen und nicht bewachen, das wird in Zukunft schwierig sein. 50 Schafe auf die Alm stellen und bewachen wird finanziell oder wird wirtschaftlich nicht möglich sein. Das heißt, man wird sich überlegen müssen, wie organisiere ich das? Vielleicht mit meinen Nachbarn, bilden wir Genossenschaften, wie schließen wir uns zusammen? Das wäre vielleicht auch wirtschaftlich keine schlechte Idee. Ich sage ja, Wölfe könnten unter Umständen Dinge katalysieren, die wir eh schon länger brauchen. Eine Frage ist da gestellt worden, gibt es auch Fehlverhalten des Menschen? Ja, jede Menge. Nicht? Als Wölfe in Deutschland reinkamen, soll es Leute gegeben haben, besonders am Truppenübungsplatz, die waren ganz begeistert und haben die Wölfe angefüttert. Nicht? Das ist ungefähr das Dümmste, was man tun kann. Also wenn man von Wölfen gebissen werden will, dann soll man das ruhig tun. Nicht? Es gab auch die Zahl der Vorfälle mit Timberwölfen in Nordamerika steigt. Warum? Weil es immer mehr Leute gibt, die romantische Vorstellung haben, sie müssen sich mit einem Wolfsrudel sozialisieren. Das heißt, de facto sozialisieren sie sich nicht, sondern habituieren die Wölfe an ihre Anwesenheit. Das heißt, die sitzen halt dann mit den Wölfen in der Gegend rum und dann passiert es halt gelegentlich, dass ein junger Rüde einmal sagt, jetzt schau mal, was dieses seltsame Tier aushält. Und das geht meistens nicht sehr gut aus. Also das ist einfach Verhalten, das man nicht zeigen sollte. Das heißt, wenn es Wölfe bei uns gibt, sollte man die Wölfe lassen, also bleiben lassen. Wir sollten ihnen keine Abfälle anbieten. Das heißt, wir sollten keine menschengemachten Nahrungsquellen herumliegen lassen. Man sollte sie nicht aktiv füttern. Und wenn wir einen Wolf treffen,
kann man ruhig begeistert sein. Nicht? Die Standardfrage, die ich immer kriege, ja, was tun wir denn, wenn wir beim Wandern einen Wolf treffen? Was tut man? Ja, zuerst einmal freuen. Ja. Man ist ziemlich privilegiert, wenn man mal einen Wolf sieht. Und dann kann es passieren, dass dieser Kerl, der vielleicht 5 bis 10 Meter vor einem am Wanderweg steht, soll schon passiert sein, nicht weggeht. Was machen wir dann? Wenn das ein Bär wäre, würde ich ganz vorsichtig und höflich den Rückzug antreten. Wenn es ein Wolf ist, mache ich mich groß und brülle den an und schmeiß mit Ästen und Steinen. Und das funktioniert. Also Wölfe sind nicht blöd. Die merken, da ist jemand, der ist entschlossen. Das heißt, mit Körperhaltung und mit Verhalten andeuten, du pass auf, jetzt wird es Zeit, dass du gehst. Das heißt, je netter man zu Wölfen ist, umso schlechter kann das für die Zukunft sein. Ich bin jetzt ganz vorsichtig. Sie haben den Valerie Geist, den Weltgeist angesprochen. Der sagt unter anderem, dass es notwendig ist, regelmäßig auf Wölfe und Bären zu schießen, um sie scheu zu halten. Da gibt es eine große Kontroverse, da gibt es natürlich in Europa Leute, die vertreten auch diese Meinung. Wie gesagt, das passiert sowieso gelegentlich. Und andere wieder sagen, was sollen die anderen Wölfe lernen, wenn es Bumm macht und da liegt ein toter Wolf. Ne? Das ist irgendwie nicht ganz rational. Aber es gibt die Meinung, dass ein regelmäßiges Beschießen von Wölfen nötig ist, um sie wirklich menschenscheu zu halten. Kann sein, kann nicht sein, keine Ahnung. Eine Frage, die hier aufgetaucht ist, die Zusammenarbeit in der Forschung bei dem Thema Wolf, da gibt es ja viele unterschiedliche Sichtweisen von den Wildbiologen über Verhaltensforscher. Wie funktioniert das? Oder gibt es da Zusammenarbeit? Funktioniert eigentlich nicht wirklich, aber auch deswegen, also ich zeige jetzt nicht mit Fingern auf irgendwelche Kollegen, funktioniert auch deswegen nicht, weil wir zum Beispiel am Wolfsforschungszentrum, das jetzt zur Veterinärmedizinischen Universität gehört, sind völlig anders ausgerichtet. Wir sind keine Wildbiologen. Wir machen Laborforschung an Wölfen und Hunden. Und das ist eine andere Geschichte wie Wölfe im Freiland. Das heißt, Wildbiologen haben wir in Österreich gar nicht so viele. Nicht? Da gibt es die Gruppe am Wilhelminenberg, da gibt es auf der BOKU 1, 2 Gruppen und das war's schon. Und eins der Probleme, das dürfen wir auch offen ansprechen, ich will unseren Kollegen nicht unterstellen, dass sie irgendwie abhängig wären, aber es kommt natürlich einiges an Forschungsgeld für diese Wildbiologie-Institute kommt über jagdliche Quellen und über die Landwirtschaft rein. Also, das ist aber nicht per se was Böses, oder? Es ist nicht per se was Böses. Drittmittel sind an der Uni durchaus erwünscht. Problematisch wird es nur dann, wenn man dann zu sehr ins Fahrwasser von irgendwelchen Lobbys gerät. Ich habe das jetzt niemand unterstellt, ich sage das nur. Das heißt, der Sukkus von dem, was ich gesagt habe, wäre, wir brauchen eigentlich durchaus mehr von diesen Forschungsgruppen und wir brauchen auch mehr Grundlagenforschung. Wildbiologen machen schon Grundlagenforschung, also ganz hervorragende, zum Beispiel Walter Arnold mit seinen Leuten am Wilhelminenberg. Die machen immer wieder Dinge, die sind begeisternd, nicht? In der Qualität der Grundlagenforschung, die passiert. Aber insgesamt ist die Quantität an Grundlagenforschung da draußen mickrig. Also da könnte man wesentlich mehr gebrauchen. Ich schaue mir jetzt nicht in den Spiegel, ich bin alt genug, dass ich mich nicht mehr wesentlich an dieser Forschung beteiligen würde. Aber sozusagen, um jetzt keine praktischen Fragen zu lösen, sondern einfach um Wölfe besser zu verstehen, um die Interaktion mit ihrer Beute, mit ihrer Umwelt besser zu verstehen, braucht man eindeutig mehr Forschung. Also das muss man ganz, ganz laut sagen. Und gibt es da Interesse von Nachwuchsforschern? Oh, jede Menge. Ja. Nicht? Jeder zweite Student, der zu uns kommt, will mit Wölfen arbeiten. Also, Mehlwürmer sind relativ unbeliebt, aber Wölfe, Delfine... So, ich muss jetzt auf die Zeit schauen, wir haben nämlich nur mehr 4 Minuten sozusagen und darum bitte ich um Entschuldigung, dass ich jetzt keine weiteren Wortmeldungen hier aus dem Publikum nehmen kann und wir haben auch alles abgearbeitet, was über das Internet reingekommen ist. Ich möchte nochmal zurückkommen auf unseren Ausgangspunkt. Rückkehr der Wölfe, ist Österreich bereit dafür? Sie haben gesagt, offensichtlich noch nicht ganz. Wenn ich die Frage jetzt umdrehe und mich erinnere an die Bärengeschichte in Österreich, wo wir... Rudel ist das falsche Wort, aber eine Population von 25 Bären ungefähr hatten und die sind, ich zitiere jetzt Zios von ein paar Jahren, die sind verdunstet. Hat der Wolf in Österreich eine realistische Überlebenschance? Wie würden Sie das sehen? Na, das ist eine schwierige Frage. Nicht? Das sollten Sie
lieber die Soziologen fragen oder die Leute, jene Leute am Land. Wenn man sagt, die Leute am Land, das ist sehr ungerecht. Nicht? Viele Leute am Land haben eine ganz ordentliche Einstellung. Nicht? Aber die glauben, sie müssen sie nicht wirklich, also der große Unterschied zwischen Österreich mit dem katholischen Kulturhintergrund, Bayern gehört da auch dazu, und Norddeutschland mit einem protestantischen Kulturhintergrund ist natürlich, dass man auf der einen Seite sozusagen Gesetze für Kernbestimmungen hält, nicht? Und sozusagen im anderen Kulturkreis sich eher bereit ist, sich an Gesetze zu halten. Das ist schon richtig. Das heißt, weil Sie es angesprochen haben, das ist natürlich durchaus eine nationale Schande. Österreich ist das einzige Land Europas, dem es gelungen ist, die Braunbären ein zweites Mal auszurotten. Und das kann natürlich den Wölfen jederzeit passieren. Also allerdings ist wesentlich mehr öffentlicher Fokus auf die Wölfe. Und Wölfe sind im Gegensatz zu Bären, haben eine wesentlich höhere Vermehrungsrate, sind wesentlich schwerer zu bejagen, etc., etc., etc. Das heißt, es kommen, sozusagen ist ein qualitativer Unterschied zwischen Wölfen und Bären. Und es besteht ja doch die Hoffnung, dass ein gewisses Umdenken einsetzt. Noch einmal, ich bin nicht der, der sagt, Österreich braucht unbedingt auf alle Zeiten wieder hohe Wolfsdichten. Das ist ein gesellschaftlicher Verhandlungsprozess und Entscheidungsprozess, aber den sollten wir in Gang setzen. Nicht? Wir sollten anfangen, das öffentlich und klar zu diskutieren und nicht einfach die Standpunkte unter den Tisch kehren und die Flinte auspacken. Nicht? Tut ja keiner, hoffe ich. Aber wenn dieser gesellschaftliche Prozess in Gang kommt, dann hat der Wolf nicht nur für sich selber viel bewirkt, sondern auch für die Entwicklung unserer, sozusagen, des demokratischen Diskurses in Österreich. Ne? Das sollte man auch nicht vergessen. Ja, das wäre meine Stellungnahme, so eine typische Stellungnahme von jemand von der Uni. Da kann sein, da kann nicht sein, na vielleicht. Nicht. Trotzdem, meine Damen und Herren, ich glaube, Sie sind auch meiner Meinung, dass es sich ausgezahlt hat, dass wir nachgefragt haben bei Professor Kotraschall, wie das so mit den Wölfen ist. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre Bereitschaft, nachgefragt zu werden. Ja, danke. Danke auch Ihnen, Herr Kugler, für die kompetente Betreuung und Ihnen für die rege Teilnahme. Ja, vor allem bei Ihnen, dass so viele gekommen sind, trotz des Schütters vorher. Auch danke an unsere Zuschauer, Zuhörer im Internet, womit mich hier meines Amtes walten darf und sozusagen diese Veranstaltung zu beenden. Danke sehr. Thank you.